Berlin, eine Metropole im Herzen Europas, geprägt durch eine wechselvolle Geschichte. Die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs, die deutsche Teilung und schließlich der Mauerfall 1989 sind die markantesten historischen Eckpunkte. Wie in vielen anderen europäischen Großstädten auch, kam es in Berlin zu einem sektoralen Wandel. Aus der größten Industriestadt Europas wurde ein moderner Dienstleistungsstandort. Strukturelle Folgen waren und sind unzählige verwaiste Grundstücke und leerstehende Gebäude. Hinzu kamen Flächen, die im Zuge der überwundenen Teilung frei wurden. Hier entstand Raum für neue Ideen und Projekte. Ein Beispiel für die gelungene Umwandlung einer solchen Fläche ist der Mauergarten. Wir haben uns vor 3-4 Jahren zusammengefunden als Gruppe, weil es die Idee gab, hier einen Garten zu schaffen, an dem Ort, der eigentlich eine Brache war. Die Fläche befindet sich auf dem ehemaligen Mauerstreifen im Zentrum Berlins, zwischen den Ortsteilen Gesundbrunnen und Prenzlauer Berg. Während Gesundbrunnen ein einkommensschwacher Stadtteil ist, hat sich dagegen der Prenzlauer Berg zu einem Bezirk mit gehobenem Einkommen entwickelt. Beide Ortsteile sind mit etwa 15.000 Einwohnern pro Quadratkilometer ähnlich dicht besiedelt. Gesundbrunnen weist mit 37% den höchsten Anteil an Migranten, meist arabischer oder türkischer Herkunft, in Berlin auf. Vor 5 Jahren standen hier noch Zäune und vor 3 Jahren wurde diese Fläche als Mauerpark-Erweiterungsfläche eröffnet und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Und wir wollten da sein und zeigen, dass man nachhaltige Stadtentwicklung im Park machen kann, wo sich die Menschen, die Nachbarn, die hier leben, um ihr Wohnumfeld kümmern und so Nachhaltigkeit im Kleinen praktizieren und ausprobieren. Es ist im Moment so, dass über die Zukunft des Mauerparks nicht nur entschieden wird, sozusagen von städtischer Seite, dass also ein Architekt das Ganze plant, sondern Stichwort Partizipation, die Bürger wollen natürlich mitbestimmen. Und dafür gibt es ein Forum, das ist die sogenannte Bürgerwerkstatt. Dort werden also die Konzepte diskutiert, wird überlegt, wie kann man Menschen beteiligen. In dieser Bürgerwerkstatt ist es manchmal ein bisschen schwierig, den Gedanken zu transportieren, was passiert in diesem Garten. Das ist ein Ort, der dauernd entsteht. Dieser Garten ist ist der Ort als sozialer Prozess. Der ist nicht fertig, sondern das ist eine dauernde Geschichte, die immer wieder weiterläuft und passiert. Und Stadtplaner sind ja heute eher gewöhnt, dass sie eben was planen und dann ist es fertig. Und Partizipation ist eben andersrum. Das ist nicht, man stemmt die Ellbogen ins Kissen am Fenster und guckt zu, wie das Leben vor einem passiert. Sondern man muss sich beteiligen, man muss darum ringen, wie zum Beispiel in einer Partnerschaft. Man muss sich immer wieder einbringen, immer wieder neu. Ja, und das ist ein anderes Verständnis von Stadtplanung. Und das bedeutet auch für den Verein intern oder für überhaupt Leute, Partizipationsprojekte intern, dass sie immer wieder werben müssen um Mitglieder, die aktiv mitmachen, die sich beteiligen, die diesen Grundgedanken auch tragen und verstanden haben. Der Verein hat zurzeit 70 Mitglieder. Er ist auf Bezirks-, Landes- und EU-Ebene mit mehr als 15 Initiativen und Institutionen vernetzt und wird gefördert von der Stiftungsgemeinschaft Anstiftung und Ertomis, der Stiftung Mitarbeit Demokratiebewegung von unten, dem Quartiersmanagement Brunnenviertel, der Grünen Liga Netzwerk ökologischer Bewegungen sowie von dem Europäischen Sozialfonds. Also wir wollen eigentlich Aktive, zugleich soll der Garten aber auch ein niedrigschwelliges Projekt bleiben. Also salopp gesagt, die Prenzelmutti mit dem Latte Macchiato soll ja auch mit dem Kind hierher kommen und zeigen, dass die Tomaten nicht beim Aldi in der Kiste wachsen. Das ist so der niedrigschwellige Teil. Zugleich aber auch wollen wir ja erreichen, dass der Garten auch Profis ranlockt und auch weiter halten kann. Profis, die sich hier verwirklichen, die meinetwegen experimentieren mit Fruchtfolgen, mit bestimmten Kompostarten und dergleichen mehr. Das ist ein Riesenfeld. Klimaschutz ist ein Thema, auch hier besonders im Brunnenviertel Kiez. Und da braucht man natürlich Leute, die einfach auch ein bisschen mehr Ideen haben. Was kann man machen, die schon ein gewisses Wissen reinbringen? Und das ist eigentlich die Spannbreite des Gartens. Das fängt also an niedrigschwellig und geht dann bis oben ganz hoch in den Expertenbereich rein. Es finden 4-mal im Jahr Koordinationstreffen mit dem Verein Brunnenviertel e.V. Freizeiteck, der Bürgerwerkstatt sowie städtischen Einrichtungen statt. Weitere regelmäßige Treffen gibt es mit einem Klimaforschungsprojekt der Humboldt-Universität zu Berlin und der List Stadtentwicklungsgesellschaft. Ja, natürlich steht der Garten auch so unter dem großen Dach der Nachhaltigkeit. Da kann man jetzt fragen, ja, wie fängt das an? Ökologische Nachhaltigkeit zum Beispiel ist ja ein Stichwort. Ökologische Nachhaltigkeit
Wenn man jetzt die Beete anguckt und anschaut, welche Fläche wir hier haben, würde man sagen, naja, das ist ja nicht optimal ausgenutzt. Aber wir arbeiten insofern ökologisch, als wir ein biologisches Saatgut nehmen. Dann wäre der zweite Punkt, man könnte soziale Nachhaltigkeit als Stichwort einführen. Da leistet der Garten, glaube ich, relativ viel, weil er offen ist, 24/7 offen. Das bedeutet, hier kann jeder hin und hier kommt auch jeder hin. Das sind, sagen wir mal, zum einen Menschen, die meinetwegen die Mittagspause hier verbringen. Also die haben einen normalen Bürojob und kommen hier mittags mal her. Aber es sind auch viele Menschen hier, die eben keinem regulären Berufsleben nachgehen, weil sie es nicht können oder weil es vielleicht keine Jobs mehr gibt in ihrem Sektor. Die können sich hier einbringen. Einige tun das auch sehr stark. Oder eben auch einfach mal sich wieder probieren. Das ist eine Fläche, wo Menschen wieder Selbstvertrauen gewinnen können, wieder mit anderen in Kontakt geraten können. Ja, es gibt diese Möglichkeit, hier hinzukommen und überhaupt vielleicht ein gewisses Gefühl von Zuhause zu entwickeln. Der Dorfplatz ist das. Natürlich leisten wir einen monetären Beitrag. Man muss eben ganz klar sagen, dass diese Parkfläche, wir haben jetzt ungefähr 1500 Quadratmeter hier inklusive Lager, ja von der Stadt Berlin bewirtschaftet werden müssten. Das sind Kosten. Und die Stadt hat mit Sicherheit auch ein bisschen gelächelt bei der Vorstellung, na prima, das sind jetzt mal 1500 Quadratmeter, für die wir nicht aufkommen müssen. Monetär nicht. Wir müssen keine Gärtner bezahlen, das Wasser bezahlt der Verein, etc. etc. Das heißt, wir leisten hier praktisch einen ganz taffen monetären Gegenwert. Und was dazu kommt noch, diese Urban Gardening Projekte, gerade hier in Berlin, ziehen inzwischen richtig Touristen an. Das ist nicht nur Prinzessengarten oder meinetwegen Himmelbeet oben im Wedding oder eben das Tempelhofer Feld als Großprojekt. Die haben über 300 Beete, soweit ich weiß. Wir haben hier 121 derzeit. Nein, das sind auch Bezugspunkte. Also hier kommen Leute her aus ganz anderen Städten und wollen mal gucken, weil die wollen wissen, wie funktioniert das eigentlich? Wie kann man auf städtischen Flächen überhaupt Gemüse anbauen? Klauen die Bürger da nicht alles weg? Nein, sie tun es nicht. Je mehr der Garten Gestalt annahm, desto mehr fand auch eine Beteiligung statt. Also man musste aber anfangs viel für diese Beteiligung werben. Das ist kein Selbstläufer. Und wenn es aber erstmal ins Rollen kommt, dann braucht man gar nicht mehr so viel machen. Aber diese Grundsatzentscheidung, die trifft man am Anfang, dass man gemeinschaftlich und offen sein will. Und da muss man es eigentlich nur noch leben und mit Leben füllen. Der Mauergarten entstand als Grassroot-Projekt. Allein durch die Initiative engagierter Menschen aus der Nachbarschaft.